Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute kommen wir mal wieder zu einem Video über ein Zubehörteil. Es geht um dieses Aluminium-Backcover für das Samsung Galaxy S3. Ich persönlich und auch viele andere haben ja immer am Galaxy S3 kritisiert, dass Samsung wieder mal nur auf Kunststoff und Plastik gesetzt hat. Mit diesem Akkudeckel kann man dem Ganzen aber dann Abhilfe schaffen und sein Gerät noch etwas hochwertiger wirken lassen. Diesen Akkudeckel gibt es auch in verschiedenen Farben. Ihr seht hier die Version in dunkelgrau mit schwarzem Rand. Es gibt dann noch diverse Versionen mit weißem Rand, zum Beispiel in diesem schönen Silber hier. Es gibt auch noch Versionen in blau, rot, orange oder braun. Ist natürlich alles Geschmackssache. Ich finde aber diese grauen bzw. silbernen Versionen am schönsten. Ich habe auch noch diese schwarze Version hier, ihr seht schon, die sieht auch wirklich sehr, sehr hochwertig aus und macht sich vor allem für das Galaxy S3 in Pebble Blue echt sehr, sehr gut. Ja, soviel also dazu. Ihr seht diesen Akkudeckel mit den typischen Aussparungen, hier auch das Samsung-Logo und dieser Galaxy S3-Schriftzug, die etwas herausragen und eingeprägt sind, und dann hier dieser schöne Aluminium-Look. Ja, ich würde sagen, ich demonstriere euch das Ganze jetzt mal kurz und nehme schnell den originalen Akkudeckel ab und setze diesen Aluminium-Akkudeckel drauf. Ja, man sollte nur aufpassen oder muss aufpassen, dass der auch überall perfekt einrastet. Ist das geschehen, sitzt der wirklich bombenfest und ja, sieht echt sehr, sehr gut aus. Lässt das Gerät meiner Meinung nach nochmal einen Ticken hochwertiger wirken. Ihr seht das schon, wenn ich das Ganze mal so gegen das Licht wende. Also mir gefällt er echt sehr, sehr gut. Er macht das Handy auch minimal schwerer, was dann dazu führt, dass es meiner Meinung nach noch mal etwas besser in der Hand liegt. Und sieht wie gesagt echt sehr gut aus. Auch die Aussparungen perfekt, sprich Kamera, LED oder Lautsprecher werden überhaupt nicht behindert. Er ist auch echt sehr, sehr gut verarbeitet. Da knarzt überhaupt nichts, der Akkudeckel sitzt bombenfest. Mir gefällt er also echt sehr, sehr gut. Der einzige Nachteil ist, dass NFC mit diesem Akkudeckel deutlich schlechter bis gar nicht funktioniert. Für mich persönlich ist das aber eigentlich nicht wirklich ein Nachteil, da ich NFC zwar für eine hervorragende Technik halte, man es momentan aber eh nur sehr eingeschränkt nutzen kann. Ich finde aber einfach, dass es ein absolut geniales Zubehörteil für all diejenigen ist, die kein dickes Case haben wollen, welches das Gerät dann nur wieder irgendwie verschandelt, ihr Gerät aber trotzdem schützen wollen, denn es macht das Gerät hochwertiger und schützt es natürlich auch trotzdem. Denn ich meine, diese Rückseite kann ja ruhig verkratzen, man hat ja dann auch noch die Originale. Ja, Leute, das war es auch schon wieder von diesem kurzen Zubehör-Review. In den nächsten Tagen wird es dann ein kleines Giveaway geben, weil ich mich einfach mal bei euch bedanken werde. Für den hervorragenden Support, für die super Unterstützung. Ich werde insgesamt 5 von diesen Aluminium-Akkudeckeln verlosen in so einem kleinen Giveaway-Video. Dazu aber dann in ein paar Tagen mehr. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat, bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.